Ja, nochmal ganz abgesehen davon, dass die Kaltweiß-LEDs viel, viel besser leuchten wollen als die Warmweiß-LEDs. Ja, nee, jetzt mal ohne Scheiß. Zwecks Mond, ne, und kaltem Licht. Aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Das, was mich fasziniert, sind am Anfang diese Kurzschlüsse sozusagen. Ne, die sind am Anfang noch ziemlich häufig und werden dann immer weniger und weniger und weniger. Ja. Na, so in. Ja, ich habe mir da eben Gedanken drum gemacht, zwecks diesen angeblichen Naturkatastrophen, die da alle paar Jahre, Jahrtausende, Jahrhunderttausende, was weiß ich, keine Ahnung, kommen sollen. Und da werden ja meistens lineare Berechnungen angestellt, ne? Ja, wäre ja cool, wenn wir da wirklich noch ein bisschen länger Zeit hätten für die nächste Eiszeit oder was auch immer da eigentlich schon längst angeblich überfällig wäre. Falls wir auch so ein Ding sind, was gerade sich noch einläuft, ne? Ich meine, wird ja auch immer wärmer bei uns, ne? Niemand weiß so richtig warum. Tja, dann könnte es schon so sein, dass wir noch gar nicht so richtig auf Betriebstemperatur sind. Und dass der nächste Kurzschluss sozusagen vielleicht doch noch ein bisschen länger Zeit hat. Ja, wer weiß. Auf alle Fälle erstmal kein Stress, ne? Ja. Wenn es dann sich ein bisschen besser eingependelt hat, dann zoome ich noch mal rein hier. Ungefähr jetzt 10 Minuten später, ja, so gefühlt jedenfalls, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ganz eingelaufen sind wir noch nicht, aber ihr seht, die Kurzschlüsse, die lassen sich jetzt schon etwas mehr Zeit und der Ausschlag ist auch etwas intensiver dann beim Kurzschluss. Hier seht ihr das auch, ich habe jetzt einen viereckigen Mond zusammengetüdelt. Das werde ich jetzt auf der anderen Seite von der Ferritspule jetzt auch mal machen. Ich meine, die hier sind jetzt zwar alle in Reihe, ne, das sind alles 12-Volt-LEDs in Reihe, könnt ihr es ja mal ausrechnen. Ich glaube, das ist mal so bei 260 Volt ungefähr. Also über 260 Volt sind die Pulse auf alle Fälle. Und ja, ganz kurzzeitig dürften die das hier schon aushalten und ordentlich Licht machen. Und nebenbei noch Wasser warm machen. Das nenne ich mal ein Read Step Up. Jo, da geht was. Na gut, ganz eingelaufen ist er immer noch nicht. Also bei 50 Milliampere ist er noch nicht. Dann müsste ich die Diode wohl noch ein bisschen weiter. Die Diode. Hey, den Start noch ein bisschen weiter rausziehen. Aber hey. Tja, ich glaube im letzten Video über das Ei hier. Hat die Macarena oder der Macarena, weiß ich nicht, sich so hingestellt und gefragt, kann mir denn mal jemand erklären, was er hier macht? Also nicht einmal, dass ich mich persönlich gefragt habe, was ich hier mache. Anscheinend hat sie da gedacht, ich kann das ihr eh nicht erklären. Ich kann nur momentan Batterien refreshen und Licht machen. Das ist das, ja, wo mein Fokus drauf gelegt ist und dafür ist das Ding perfekt geeignet. Ne, beim Read Step Up war es ja so gewesen, dass man so bis 9 Volt Batterien kam ich ungefähr. Also wenn ich da eine 12 Volt Autobatterie versucht habe zu refreshen mit einem Read Switch, da hat der Read Switch nicht lange mitgehalten. Ja, refreshen heißt in dem Falle hier nicht laden, ne, so wie ich es hier gerade mache, sondern die Hälfte der Miete bei Batterien wieder frisch zu bekommen, ist ja auch das richtige Entladen. Ne, und richtig entladen heißt, mit richtig geilen, krassen Pulsen, die so fast am Kurzschluss dran sind, aber dazwischen auch wieder ein bisschen Ruhe, dass ich die Batterie erholen kann. Und dann bekommt man die Originalkapazitäten wieder hin.
Bei mir jetzt jedenfalls ist es so, die hatte ich das erste Mal dran gehabt, diese ganzen 41 Zellen, da ist er gleich auf 64, 65 Volt hochgegangen. Also es hieß dann, dass sie da schon bei 1,6, 1,7 Volt pro Zelle waren. Ziemlich hochohmig. Und ja, jetzt habe ich das ein, zwei Mal mit dem Ei hier gemacht, ne? Ein bisschen Licht damit gemacht, ein bisschen gespratzelt. Und nachdem ich jetzt den Batteriepack rangehangen habe, nimmt der richtig Ladung an. Und ja, fällt jetzt hier immer weiter zurück, bis er dann wieder anfängt mit Steigen. Lauwarm werden sie alle, nicht heiß. Ein sehr, sehr gutes Zeichen. Also für mich ist dieses kalte Fusionsplasma-Heizungsding momentan optimal geeignet, um Batterien zu refreshen. Bin gespannt, was da noch so alles dabei rauskommt. So, aber dass ihr erstmal wisst, für was ich das so als praktisches nehme. Ich habe es jetzt dann doch mal die Nacht über durchlaufen lassen. So einen kleinen Schutzwall habe ich mir jetzt rundherum gebaut. Ist zwar kein Blei, aber naja, besser als nichts. Auf der Höhe zumindest. Gut, hier vorne raus zu nett. Obwohl, da habe ich ja gerade geschlafen in der Richtung. Naja, mir geht's gut. Kein Problem. Mal gucken, wie es hier drin ausschaut. Erstmal durchlunsen. Seht ihr da schon was? Da hat sich irgendwie um die Anode herum etwas gebildet. Und unten drin liegt auch schon ein bisschen Land. Ah, das erste Land ist da. Erstes Land ist in Sicht und hier hängt noch ein bisschen was dran. Okay. Naja. Na gut, basteln wir uns mal ein paar Kontinente hier drin. Und mal gucken, was wir davon so lernen können. Also denke ich mal, habe ich das so halbwegs nachgebastelt. Ne? Er hat geschrieben, Erdteile als Kessel, steinartige entladene Ablagerungen wie Europa und Amerika. Der Kathode ist hier die Sonne. Aha. Na gut. Okay, Runde 2 ist gerade gestartet worden. Mit vollen Akkus sieht es schon alles ein bisschen anders aus. Da sind wir jenseits den 1 Ampere Stromaufnahme. Und hier drin, ihr seht, da sprudelt und kocht es. Oder wie auch immer man dazu sagen möchte. Ja, mal gucken, wann der Funken kommt, ob er überhaupt kommt. Jetzt schäumt es erstmal nur übelst. Was ist denn hier los, Eddie? Wieso kommt hier kein Funken? Dauert alles viel länger als sonst. Tja. Aber die Batterien sind fit, ne? Hohoho. Das ist heavy. Na komm schon. Fang mal an mit Funken. Au, jetzt. Ja! Er funkt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wunderbar. Gott. Alles klar. So. Es habt das praktisch nochmal gesehen, wie das Ei hochgefahren wird. Ne, ein bisschen Geduld haben. Vertrauen. Und dann geht das. So. Dir ist wieder bequem hier, wa? Ja, mach dir es mal wieder bequem. Also, die Katze stört es nicht, von daher ganz so schlecht und schädlich kann es dann wohl nicht sein. Schätze ich jetzt mal. Ne? Der Mann mit den Messgeräten kommt demnächst. Kelvin, schöne Grüße und ansonsten Ahoi und bis zum nächsten Mal.